Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Ihr seht es schon, wir haben Neuigkeiten. Ganz groß steht das hier in Fortnite. Es gibt nämlich ein komplett neues Update. Wir haben heute gefühlt das größte Update in Fortnite bekommen. Und deswegen möchte ich heute mal zeigen, was wir so alles neu bekommen haben. Also ihr seht direkt dieses Lademenü hier. Ich habe Fortnite jetzt zum ersten Mal gestartet. Und ihr seht direkt hier links steht Taschenriss, fürstliche Frische und zeitlich begrenzte Punkte Royal Modus. So, wir drücken dann direkt mal auf die Lobby und dann sehen wir auch schon hier eine Zwei-Wege-Authentifikation. Das mache ich auf jeden Fall mal später und nicht hier während der Aufnahme. Und das war schon komplett neu erstmal. Dann seht ihr hier, Tomatenkopf ist zurück. Eine Einblendung, die ich absolut krass finde. Ich finde das mega cool, dass sie jetzt so neue Ladebildschirme haben. Und wenn ich jetzt auf den Gegenstandshop gehe, siehst du hier ein absolutes neues Teil. Tomatenkopf haben wir heute bekommen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt gerade einen neuen Shop bekommen haben, um ehrlich zu sein. Aber der Tomatenkopf ist neu und für 1500 V-Bucks kriegen wir den heute mit so einem Kopf hier. Man kann so seinen Kopf upgraden, der sieht aus wie so ein Indianer, aber mega cool. Man muss die Tomatenkopf-Herausforderung aber abschließen. Ich habe euch ja gesagt, es gibt ein Tomatenkopf-Event und jetzt könnt ihr das Ganze machen, wenn ihr das hier abgeschlossen habt. Selbstverständlich müsst ihr euch den Skin kaufen für 1500 V-Bucks, aber dann springen wir mal direkt in die Runde rein und gucken uns mal an, was wir so alles neu bekommen haben. Ihr seht ja schon den Punkte-Royal-Modus. Darüber erzähle ich euch auch sofort was und ich zeige euch nochmal, was wir so alles neu bekommen haben im Fortnite. Aber dann wünsche ich euch jetzt mit dem Video viel Spaß. Also, wir haben einen komplett neuen zeitlich begrenzten Modus bekommen und zwar nennt sich der Punkte Royal. So, und da steht einfach mal, sammelt in diesem zeitlich begrenzten Modus Punkte, um euch den epischen Sieg zu holen. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende des Matches gewinnt. Bedeutet, die Hauptaufgabe ist es einfach mal, Punkte zu sammeln. Keine Kills und nicht als letzter Überlebender zu stehen. Selbstverständlich müsst ihr auch am Ende überleben. Aber es geht einfach darum, wer nach der gewissen Zeit am meisten Punkte hat. Ihr seht schon einfach gefühlt, die ganze Lobby fliegt Richtung Tomato Town, weil das die zweite Neuerung ist. Ihr seht, Tomato Tempel heißt das Ganze jetzt. Also Tomato Town ist Geschichte und wir haben einen komplett neuen Ort bekommen. Das finde ich auch richtig, richtig geil. Und ich bin mega gespannt, was wir hier so alles finden werden. Deswegen auch der Tomatenkopf, der ja da oben wieder ist. Ich habe euch ja gesagt, der Tomatenkopf wird wieder spawnen, weil dieser Steinkopf ja gespawnt ist. Aber ihr seht es hier, der Tempel mit dem Tomatenkopf sieht absolut nice aus. Hier der Ort ist komplett neu, also man muss sich nochmal hier einfinden. Ich weiß noch gar nicht, wo was ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das sieht ganz cool aus hier. Und den springen wir mal direkt in die Luft. So, wir haben hier einen Biggie. Leute, ich habe auch gar keine Kopfhörer drin, also wenn ich verkacke, nimmt mir das nicht... Hör, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Hä, das war ja der übelste Bug. Okay, dann haben wir auch mal, der ist auch Geschichte auf jeden Fall. Also ich finde es richtig nice, dass wir hier eine komplett neue Stadt bekommen haben. Aber vielleicht werde ich euch in einem anderen Video mal mehr zeigen von dieser Stadt. Wir gucken mal direkt weiter und zwar gibt es jetzt einen Gewinner des Fortnite Blockbuster Events. Vielleicht werde ich das Video am Ende hier nochmal einblenden, weil es gab ja so ein Event, wo man so einen kleinen Kurzfilm sozusagen drehen sollte. Und da ist jetzt der Gewinner bekannt gegeben worden und sein Film wird hier auf der Leinwand in Risky Reels abgespielt. Also wenn ihr euch das Ding angucken möchtet, dann geht da auf jeden Fall hin. Ansonsten bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da zeige ich euch den Kurzfilm nochmal. Wir haben auch nochmal den neuen Taschenriss bekommen und dazu blende ich euch auf jeden Fall im Hintergrund mal einen Clip ein, wo ihr sehen könnt, was das Ding so kann. Ja, ich bin draufgegangen, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall blende ich euch im Hintergrund mal ein Video ein, was dieser Taschenriss so kann und ich blende euch mal dieses Intro von dem Teil ein, also die Einführung oder den Teaser. Richtig nice Teil, also die Taschenfestung wird auf jeden Fall mein absoluter Favorit, den werde ich definitiv auch in Zukunft mitnehmen. Einfach um in brenzlichen Situationen schneller davon zu kommen. So, dann gucken wir auch mal direkt weiter, wir haben noch viel, viel mehr bekommen. Ich gehe jetzt nur auf den Battle Royale Modus ein, auf den Rette die Welt Modus gehe ich nicht ein. So, den zeitlich begrenzten Modus haben wir ja schon gezeigt. Details zum Modus nochmal. Die Augen des Sturms der frühen Matchphase sind größer und der Sturm bewegt sich langsamer als sonst, wodurch den Spielern mehr Zeit bleibt, sich auf der Karte zu verteilen und nach Beute zu suchen.
In der späten Phase zieht sich der Sturm jedoch schnell zusammen, sammelt schneller Punkte als euer Gegner, um euch den epischen Sieg zu sichern. So, dann gibt es ein Punktesystem, und zwar Siegespunktzahl. Für Solo gibt es 2000 Punkte, Siegespunktzahl für Duo gibt es 3000 Punkte und Siegespunktzahl Team gibt es 4500. Wenn du einen Apfel oder einen Pilz benutzt, kriegst du 10 Punkte, Munitionskisten öffnen kriegst du jeweils 25, ein Lama kriegst du 50. Bei den Vorratslieferungen kriegst du 100 Punkte, bei Gegner-Eliminierung kriegst du auch 100 Punkte. Eine Schatztruhe öffnen kriegst du 50, also ganz normale Kiste, 50 Punkte. Und, also es geht immer weiter. Dann gibt es einmal eine Bronzemünze, eine Silbermünze und eine Goldmünze. Bei der Bronze kriegst du 30 Punkte, Silbermünze 50 Punkte und bei der Goldmünze kriegst du 100 Punkte. Und so kommt es dazu, dass ihr diese Punkte sammelt und ja, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache, muss ich sagen. Diesen Modus werde ich definitiv jetzt mal die nächsten Tage zocken und mir mal anschauen, wie das so abläuft. Also ich bin mega gespannt. Was ich nochmal anmerken wollte, ist, Leute, dass wir auch neue Waffen und Gegenstände bekommen haben. Das habt ihr aber auch schon teilweise mitbekommen. Der Taschenriss, der, das jetzt im Spiel ist, das wisst ihr ja. Dann gibt es nochmal Dauer zum Ausrüsten. Der Pumpgun wurde verringert. Ihr wisst ja, dieser Ladebalken, der dann kam, wenn du die Pumpgun wechseln wolltest. Also von 0,96 auf 0,88. Klingt jetzt nicht allzu viel, aber Leute, es wird sich bemerkbar machen und ihr werdet es auf jeden Fall in Zukunft, wenn ihr spielt, merken. Im Ducken einer doppelläufigen Schrotflinte abzufeuern verringert den Streuradius jetzt um 15%. Also ihr seid auf jeden Fall um 15% genauer und das ist auch mal eine richtig geile Sache, weil die hat einfach so heftig gestreut, dass du gefühlt gar nichts getroffen hast. Haftgranaten explodieren jetzt erst, wenn ihre Zünddauer erreicht ist. Bedeutet, wenn ein Gegenstand dann kaputt gemacht wird, also sagen wir mal, du wirfst diese Haftgranate an ein Auto, das Auto geht aber kaputt, bevor die Haftgranate detoniert, dann explodiert sie automatisch. Das haben sie jetzt geändert. Wenn das Auto dann kaputt geht, fällt die Granate einfach auf den Boden und explodiert dann irgendwann, wenn ihre Zünddauer angekommen ist. Die maximale Stapelgröße von den Impulsgranaten wurde von 8 auf 9 erhöht. Auch eine coole Sache, obwohl ich diese Impulsgranaten jetzt nicht unbedingt spiele, aber ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man definitiv mal eine Impulsgranate mehr mitnehmen. Der Rausschmeißer benötigt jetzt eine Sichtverbindung zum Spieler, um aktiviert zu werden. Ja, dazu kann ich, glaube ich, nichts sagen. Schadensfallen beeinflussen jetzt die vorgesehenen Gegner innerhalb ihrer Reichweite. Da war ja ein Fehler und dieser Fehler wurde jetzt behoben. Fernzündladungen verursachen jetzt an allen Objekten in ihrer Reichweite Schaden, die zerstört werden können. Auch eine Fehlerbehebung. Und sonst gibt es nur noch hier Gameplays und Performance, Audio- und Benutzeroberflächen, dies, das, also so Kleinigkeiten, die nicht weiter wichtig sind. Ja, auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt zugeschaut haben. Also es ist ein richtig großes Update, muss ich sagen. Viele, viele Dinge, die wir neu bekommen haben, die mich auch mega interessieren. Ja, den Roadtrip-Skin, dazu mache ich später nochmal ein Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich zeige euch da, wie ihr den Roadtrip-Skin bekommen könnt, weil das wird den meisten auf jeden Fall ja ein Dorn im Auge sein, weil da einige Neuerungen sind, die euch definitiv gefallen werden, oder was heißt gefallen werden, die euch definitiv interessieren werden. Bleibt auf jeden Fall dran oder lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box schwimmen sollte. Leute, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der in letzter Zeit aktiv auf meinem Kanal ist. Finde ich mega cool, Leute, in meinem, ja, ich starte direkt richtig durch zur Zeit, also richtig erfolgreich, bin mega dankbar jedem einzelnen, Leute, vielen, vielen Dank für alle Leute, die mich hier supporten und meine Videos aktiv schauen. Was ich nochmal ansagen wollte, ist, dass auch viele Skins jetzt wieder geleakt wurden, also es wurde richtig, richtig viel geleakt, auch der Roadtrip-Skin, dazu mache ich später ein Video, ja. Viele Skins wurden geleakt und die werde ich euch auch heute nochmal oder wahrscheinlich morgen vorstellen. Ich werde euch zeigen, was wir so für Skins bekommen haben und was wir so in Zukunft erwarten können in den Shop-Videos. Vielleicht erwarten wir heute sogar in dem Gegenstand-Shop einen komplett neuen Skin. Kann auf jeden Fall sein. Ich finde auch, die haben vieles geändert bei den Grafiken und sowas, diese Ladebalken im Shop und so. Also richtig viele neue Sachen sind dazugekommen. Finde ich mega geil und ich bin mega gespannt, wo das sich hin entwickelt, was Epic Games da uns noch zaubern wird. So, wie gesagt, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der hier mich supportet. Wenn ihr Bock auf ein Video habt, wo ich euch die geleakten Skins zeige, ja, dann schaut auf jeden Fall hier auf diesem Kanal heute Abend noch vorbei. Ansonsten folgt mir auch auf Instagram, da werde ich die ganzen jetzt hochladen, weil dafür ist mein Instagram-Account einfach da, dass ich euch Leaks und sowas zeige. Deswegen definitiv da mal abchecken, Tactics Gaming _YT heiße ich da. Bin auch mega aktiv, ich hau eigentlich jeden Tag eine Story raus und ich antworte wirklich jedem Einzelnen, der mir da eine Nachricht schreibt. Also ich bin mega dankbar, wie gesagt, ich möchte es nochmal erwähnen. Und ansonsten seht
seht ihr jetzt einfach mal, was die Impulsgranate so kann und einmal diesen Film, der gewonnen hat von diesem Wettbewerb oder von dem Contest. Ja, mega gespannt, was da so rauskommt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sag ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.